Hallo und Gesang zum Tippi-Update-Video für den Jänner bzw. Januar 2015. Wer Tippi nicht kennt, das ist eine Möglichkeit, Content-Creators wie zum Beispiel mich monatlich mit einem Betrag auf direkte Weise zu unterstützen. Und ich habe mich in dem Fall entschlossen, das Geld, was bei Tippi zusammenkommt, wieder zu reinvestieren. Und zwar zum einen in etwas weniger Werbung, das heißt, ich deaktiviere die nicht wegklickbare Vollbildwerbung und alles, was darüber hinausgeht, die weiteren Beträge, hängt dann vom monatlichen Gesamtbetrag ab. Die investiere ich unter anderem in Kickstarter und Indiegogo und ähnliche Projekte und kaufe diverse Humble Bundles zu einem etwas großzügigeren Preis. Bei Humble kann man ja wählen, wohin das Geld geht, und alles, was über den Mindestbetrag hinausgeht, schaue ich, dass eben bei der Charity landet. Und da hat Humble immer wieder sehr, sehr schöne Charity-Projekte, die man da eben durchs Kaufen von diversen Humble Bundles, sprich Spielen, unterstützen kann. Und im Dezember habe ich unter anderem das Square Enix Bundle gekauft, das Sports Bundle und das Total War Bundle und sind so gesehen eine Menge tolle Spiele natürlich dabei, gerade bei Square Enix, Life is Strange zum Beispiel, Tomb Raider oder Tomb Raider, je nachdem, wie man es aussprechen will, habe beides schon gehört, Hitman Absolution, Just Cause, Teil 1, 2, Final Fantasy, irgendein Teil ist auch dabei, eine ganze Menge an Spielen, und ich glaube sogar Tomb Raider Underworld, Legend und Anniversary, also richtige Tomb oder Tomb Raider Collection, wo ich auch sehr reizvoll finden würde, das mal als kleines Special zu machen, vor allem die älteren Teile. Und das Total War Bundle kann man sich vorstellen, was da alles drin ist, nämlich eine Menge Total War Spiele. Und dann gibt es noch das Sports Bundle, unter anderem mit Quadriga, Olli, und Sports Friends, glaube ich, war da auch dabei, genau so ein schräges Spielesammlungspaket, Minispiele-Spiel sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch das monatliche Bundle, das haben wir auch vom Dezember eben, das Humble Monthly, unter anderem mit Banished Rust, Company of Heroes 2, Payday 2, also wirklich viele tolle, spannende Spiele. Rausgepickt habe ich mir jetzt allerdings Olli, weil die anderen Spiele, die ich toll finde und gerne mal anspielen würde, eventuell sogar für einen Kanal, wer weiß, sowas wie Life is Strange oder so, wäre mal vielleicht ein netter Ausflug, also jetzt nicht Life is Strange im Speziellen, aber irgendein interaktives Adventure, ein interaktiver Film. Aber eben Olli ist von den ganzen Spielen das Einzige, was ein bisschen actionreicher ist und wo man flott reinkommt. Und nachdem ja dieses Mal das Tippi-Update-Video auf einen Freitag fällt, habe ich mir gedacht, Casual Friday Edition, warum nicht? Spielen wir mal wieder ein Casual-Spiel, und Olli ist für mich ein Casual-Spiel, weil kann man schön zwischendrin spielen, ist allerdings nicht gerade das Einfachste und eine gute Gelegenheit, mal meinen Xbox-Controller zu entstauben, der kommt hier viel zu selten zum Einsatz. Also spielen wir diesmal eine Runde Olli, und ich würde sagen, ich verlinke euch die Bundles in der Videobeschreibung zu den ganzen anderen Spielen, die da bei den Bundles dabei waren. Und ihr könnt euch da gerne ein bisschen was rauspicken oder mal Vorschläge machen, was man von dem noch in einem kleinen Tippi-Special mal anschauen könnten oder was man vielleicht sogar mal auf dem Kanal spielen könnten. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit Olli. Ich habe das Tutorial gespielt, mehr nicht. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie ich da die ersten paar Level meistere. Noch ein paar Worte zu Olli. Gibt mittlerweile schon einen zweiten Teil, der ist auch sehr, sehr gut angekommen, aber der erste Teil auch sehr gute Bewertungen auf Steam, wie ich gesehen habe. Sehr beliebtes Spiel und auch nicht gerade teuer. 10 Euro, 11 Euro kostet normalerweise im Moment noch bis zum 4. Januar auch minus 75%, heißt rund 2,70, 2,80 kostet das. Und wer auf so kleine actionreiche Reaktionsspiele steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ich versuche es jetzt halbwegs vorzumachen. Okay, Controller funktioniert. Den habe ich mir ursprünglich sogar gekauft für einen PC, und zwar für Tale of Two Sons, glaube ich. Nein, das ist Blödsinn. Nicht den Controller habe ich mir gekauft, sondern den passenden PC-Adapter. So einen Controller hatte ich natürlich schon vorher wegen der Xbox an sich. Also wie gesagt, Tutorial habe ich gemacht, und da gab es jetzt nicht allzu viele Tasten.
Mal schauen. Ich muss mich ja erst ein bisschen zurechtfinden. Ich habe zwar das eine oder andere Video mal gesehen, aber mehr nicht. Ja, mein Rekord 0, das ist klar. Ah, da gibt es ein paar Dinge, die man offensichtlich freischalten kann. 20.000, 6.000, präzise, Basic Tricks. Ich nehme mal, präzise ist immer präzise Landungen machen und ähnliches. Und ja, Start würde ich sagen. Okay, also, um was geht's bei Olli Olli Skateboarden? Und zwar auf eine recht einfache Art und Weise im Sinn von wenig Tasten, die man hier hat. Im Prinzip nur die A-Taste, um zu beschleunigen. Und ja, das hat schon gut angefangen. So, ich glaube, ich erkläre jetzt mal und dann spiele ich es nochmal. Also mit der A-Taste kann man Gas geben. Mit dem linken Stick kann man dann Tricks machen. Und mit der A-Taste muss man auch wieder landen. Und eben gerade das Landen vergisst man dann gern. Man kann auch grinden. Ich drücke da immer ein bisschen zu spät. Schon besser. Oh, da sind schon ein paar Zuschauer. Man dachte, wir müssen auch drüber springen. Okay, eine Herausforderung habe ich gemeistert und den neuen Level freigeschaltet. Aber ich würde gerne nochmal probieren. Einen perfekten Trick. Man kann diverse Tricks machen, also einfach linken Stick runterziehen und halten und dann, wenn man den Trick ausführt, nicht einfach nur auslassen, zum Beispiel nach rechts oben drehen, nach links oben drehen. Da kann man eben diverse Dinge machen. Mal schauen, ob ich das auch mal zusammenbringe. Das war's nicht. Vielleicht beim nächsten. Das hätte einer werden sollen, wurde dann aber keiner. Und perfekte Grinds gibt es auch, wenn man im richtigen Moment... Das war gerade ein perfekter Grind. Oh, und da dafür eine unsaubere Landung. Sehr gut gibt es auch, nicht nur perfekt. Immerhin 9000 Punkte, das heißt... Ah, eine Combo von 6000. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Vermutlich mehrere Tricks hintereinander. Das heißt, muss ich mal einen anderen Trick probieren. Schon besser. Das war eine passende Combo mit 10.000. Ah, und unsere saubere Landung natürlich. Ja, macht überraschend viel Spaß. So, 24.000 Punkte und eine beste Combo. Das heißt, keine unsauberen Landungen wären das Einzige, was uns noch fehlt. Dann probiere ich das jetzt noch ohne andere fancy Sachen. Vielleicht den ein oder anderen fancy Trick. Also man kann die Grinds und so auch auslassen, soweit ich weiß. Man muss nur bei den Treppen aufpassen. Sehr gut. Präzise auch geschafft. Super, das heißt, in dem Level haben wir alles. Bin mir nicht sicher, ob man das machen muss, ob man das irgendwie braucht, um dann in die nächste Welt zu kommen. 5-0-Grind. Alle Grindmarker sammeln. Keine Ahnung. Ich nehme mal an, das ist ein Grindmarker. Aber was ein 5-0-Grind ist, das weiß ich nicht. Aber im Grind wird man ziemlich langsam. Uah, der war ins Blinde gegrindet und da haben wir auch einen Grindmarker verpasst, glaube ich. Achso, und wenn man stürzt, ja, genau dem Moment, wo ich sage, passiert es eh,
dann, ja, entsprechend muss man ein Level neu starten. Aber ich glaube, genau, man behält die Errungenschaften oder die Aufgaben, die man bis dorthin erledigt hat. Die hat man nach wie vor. An so einem Punkt würde man dann fast am liebsten neu starten, falls ich das irgendwie schaffe. Naja, ich schaff's tatsächlich. Zumindest die Grindmarker hätte ich gern wegen den unsauberen Landungen. Ist mir jetzt eher nur egal. Nee. Gut. Grindmarker gibt's ja nicht. Ist doch zu schaffen sein. Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen drauf ausgelegt, dass man einfach den, sag mal, den Level neu startet, wenn man irgendwas Bestimmtes erreichen will. Ah, ich glaube, ich habe einfach zu spät den Grind gemacht. Und deswegen ist er vorbeigesprungen, nehme ich mal an. Besser zu früh wie zu spät, weil im schlimmsten Fall, na, egal, jetzt fahren wir doch mal durch. Den haben wir, glaube ich, vorher verpasst. Ich nehme mal schon an, dass man sie alle in einen Durchlauf erwischen muss. Sonst irgendwas geschafft? Immer einen neuen Level freigeschaltet. Gar nichts geschafft sonst. Okay, einmal probieren wir jetzt noch, sonst springen wir in den nächsten Level. Eben, muss man da irgendwie die Sachen sammeln? Oder ist das nur fürs persönliche Ego? Also ein bisschen knapp. So, der war eher sinnlos. Wobei man kann ja, glaube ich, auch einfach so einen Trick machen. Vermutlich gut, wenn man Kombos haben will, aber mir fällt ein, apropos Kombos. Einmal noch. So, apropos Kombos, ich mache ganz selten Special Tricks. Wäre sicher gut für die Punkte. So, haben wir nicht gesehen. Gut, kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass es schwierig mit dem Keyboard zum Spielen ist, weil ich mir am Anfang gedacht habe, ein Controller für was, aber eben für die Tricks. Ja, sag mal. Gut, wir sind nicht auf saubere Landungen aus, sondern zum Glück auf die Marker. Puh. Das war schon knapp vom Speed her. So. Ich höre die Leute schon jubeln, heißt, das Ziel ist nicht mehr weit weg. Okay, keine Meisterleistung, aber immerhin haben wir die Grindmarker gesammelt. Vielleicht schaffen wir es noch so weit zu spielen, dass wir die nächste Welt sehen. Die würde mich jetzt noch interessieren. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was diesmal die Aufgaben sind. Wow, die Treppen sind ziemlich weit. So. Ja, und ab und zu drückt man einfach die falsche Taste, weil, keine Ahnung. Oh, immerhin schon zwei Sachen gemacht. Kombo von 10.000, zwei Tricks, perfekt gelandet. Kickflip. Lande einen perfekten Grind. Also ich habe die ganzen Wörter schon gehört, so ist es nicht. Wie zum Beispiel Kickflip, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das in dem Spiel schaffen kann.
Das war knapp. So, jetzt irgendwann muss ich noch den perfekten Grind versuchen. Ich glaube, das war gerade einer. Sind zumindest die Funken geflogen. Knapp. So, ich höre die Leute. Und haben wir irgendwas geschafft? Ich glaube 50.000 wäre gefragt gewesen. Aber wie gesagt, wir spielen jetzt einfach mal weiter. 60-30 Combo. Sammle die Sprühdosen. Überspringen die Gaps des ersten Geländers. Pushe nur zweimal. Also pushen ist Gas geben. Dann probieren wir es jetzt einmal. Oh, da ist die Sprühdose, glaube ich. Also pushen, sprich beschleunigen. Das möchte ich jetzt gleich probieren. Okay, so geht's immerhin, ohne Gas zu geben. Sehr spät einfach abspringen. So. Pushen wir jetzt einmal. Sagen wir mal, gibt's ja nicht. Aber ich meine, das eine haben wir jetzt schon erreicht. Okay, so kann man das Teil auch sammeln. Jetzt probieren wir das mal ohne. Ah, drin Gemüse, also keine gute Idee. Probier das ganz ohne Pushen oder vielleicht nur ganz da das erste Mal, sprich hier, nicht hier. Besser wäre nach den Treppen. Natürlich gleich da sehr viel Speed verloren. Ohne Pushen. Na, da darf man den ersten schon mal nicht so unschön landen. Das gibt's ja nicht. Drücke ich die falsche Taste? Ja, landen. Oh, da war offensichtlich irgendetwas, wo man hätte drüber springen sollen. Eieiei, der Level ist jetzt nicht sehr erfolgreich. Haben wir die Sprühdose verpasst. Geht's ja nicht. Da ist, glaube ich, noch irgendwas gelegen, was ich verpasst habe. Jetzt haben wir zumindest da drüber geschafft. Okay, immerhin durchgekommen. Wenn auch... Ah, mit Pushe nur zweimal. Also da auch eine Errungenschaft sozusagen. So wird immer 70.000, 35.000 immer höher. Grinde am Straßensperrenschild. 5K auf den ersten 200 Metern, das heißt, vermutlich müsste man da gleich auf die Nase fallen, aber es bringt leider keine Punkte. Vermutlich gleich massig. Oh! Das war versehen. Vielleicht gleich massig Punkte sammeln. Achso, okay, so sammelt man natürlich die Sprühdosen nicht. Das gibt's ja nicht. Ich komme da immer auf die Select-Taste. Ah, schon wieder zu früh runter. Na, soviel zum Thema Punkte sammeln.
ohne die Rampe sogar übersprungen. Hoppala. Ah, man kommt da. Ah, na, das war das Straßensperrschild. Man kommt da mit den Tasten einfach unglaublich schnell durcheinander. Echt fies. Oh, knapp. So, nicht berühmt, aber es hat geklappt. Gut, hier muss man nicht unbedingt grinden. Keine Ahnung, ich mache es einfach immer ganz automatisch. Immerhin die 35.000er-Kombo haben wir geschafft. Dann, jetzt sind wir schon am Schrottplatz. Den schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Will man noch mehr? Keine Tricks und keine Kombo unter 200 Punkten. Gabelstapler, Hardflip. Da muss man schon ein paar mehr Sachen überspringen. Wie zum Beispiel das. Also kann man super gut vorstellen, wie man bei dem Spiel da jeden Level x-mal spielt, weil man einfach alles erreichen will, das Ganze perfekt machen will. Für mich zugegebenerweise, glaube ich, ist das dem Moment ausgereizt, wo ich es mehr oder weniger verstanden habe, wie es funktioniert. Da habe ich jetzt weniger Motivation, dass ich dann wirklich beherrsche. Da geht es mehr ums Verstehen. Die Theorie sozusagen. Auch wenn das natürlich nicht der Sinn und Zweck von dem Spiel ist, die Theorie zu verstehen. Aber es ist mir immer noch lieber als wie irgendwelche Plattformer wie, keine Ahnung, Super Meat Boy oder ähnliches, da wo es auch um extreme Präzision und Genauigkeit und Schnelligkeit geht. Da vorher, wow, schon sowas. Sowas aber nicht so. Und ich glaube, dass das auch später extrem schwierig wird. Und vermutlich sehr frustrierend, wenn man da immer wieder neu starten muss. Da hätte ich einfach auch nicht die Zeit und Geduld, glaube ich. Da bevorzuge ich dann doch Spiele, wo man auch mal zuschauen kann, gemütlich. Ich glaube, das war der Gabelstapler. Ja, und die Level werden auch immer länger, kommt mir vor. Oder ich immer schlechter, eins von den zwei Sachen. So, mal wieder Gas geben. Na. Er fällt weit, wenn man ihn lässt. Schade. War knapp dran. Ja, sag mal. Ja, wenn man dann mal eine Geschwindigkeit verliert, dann geht nichts mehr. Na, rauf aufs Brett mit dir. Ja, sag mal. Ja, wenn man einmal auch rauskommt und die falsche Taste drückt, dann. Ja, das ist übrigens Silvester. Wer sich gerade wundert, woher die Geräusche da kommen. Es ist zwar erst irgendwie 16, 17 Uhr, aber irgendwer ist da offensichtlich auf die Idee gekommen, dass er jetzt schon mal testen könnte, ob das Feuerwerk, das er für den Abend gekauft hat, funktioniert. Da wird nicht mein Erfolg bei Olli Olli gefeiert, leider.
Das hat sich kein Applaus verdient bis jetzt. Selbe Stelle schon wieder. Ich sollte einfach aufhören dann zu grinden die ganze Zeit, sondern einfach mal durchfahren. Das, die ganze Grind wird man vermutlich brauchen, um die Combo zu schaffen oder die Aufgabe hier, macht keine Tricks und keine Combo unter 200 Punkten. So, der sollte jetzt wohl noch zu schaffen sein, der Level. Wäre toll. So viel Zeit, wie wir da jetzt schon investiert haben. Immer ordentlich Gas geben. Das vergesse ich auch gern. Okay. So. Ja, wenn man so die erste Welt spielt, denkt man sich, ja, hab's ja eh drauf. Zweiter Versuch, machen wir sogar erster und ich bin durch. Und kann man so einen langen Level, wo man sich wirklich auch lang konzentrieren muss. Und die richtigen Tasten, obwohl es nur zwei sind, ja, sagen wir mal. Man kommt echt schnell durcheinander, ist witzig. Hätte ich mir nicht gedacht, gebe ich zu. Ich sag mal so, nebenbei kommentieren und reden fördert jetzt vermutlich die Konzentration nicht unbedingt. Das ging sicher, das geht sich nicht aus, ohne ein bisschen besser. Können wir mal probieren. Jetzt probiere ich es mal ohne kommentieren. Vielleicht schaffe ich ja da mal einen Lauf. Ja, ins Ziel bin ich gekommen, wenn auch auf der Nase, aber lief mal definitiv besser. Ich glaube, eine Herausforderung wäre da sicher eine sehr, sehr spektakuläre, alle Sachen oder alle Herausforderungen auf einmal zu schaffen. Ich glaube, wenn man sich da auf eine Sache konzentriert, dann geht es schon eher, wie zum Beispiel einfach durchkommen. Hilft sicher. Aber dann auch noch alles einsammeln. Hoppala. Das ist schwierig. So, letzter Versuch. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Letzter Versuch, um zumindest ein paar hundert Meter weit kommen. Das wäre noch die Voraussetzung. Gut, ich würde sagen, wie weit sind wir denn gekommen? Immerhin zum Schrottplatz. Oh, da gibt es noch die Profi-Sachen. Da schauen wir jetzt noch rein. Macht keine grenzwertige unsere Landung, kein Trick unter 1000 Punkten. Oh, I see. Das ist definitiv ein bisschen schwieriger. Vor allem, ich glaube, da ist kein Trick unter irgendeiner bestimmten Zahl. Und dann noch dazu keine unsauberen Landungen und so weiter. Schade drum. Aber immerhin eine Profi-Herausforderung gesammelt, nämlich alle Sprühdosen. Gut, dann
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, witzig, aber glaube ich nichts, wo ich wieder mal spiele. Eher noch das vom letzten Monat, schätze ich mal. Gut, also wie gesagt, Links in der Videobeschreibung anschauen. Da ist eine Menge Humble Bundle verlinkt mit einer Menge Spielen, wo ich gerne das eine oder andere auch mal am Kanal als Special oder ähnliches anschaue. Einfach wünschen, diskutieren oder ja, wenn ihr irgendein Humble Bundle entdeckt mit irgendeinem Spiel, einfach auch gerne mir eine E-Mail schreiben, mich darauf hinweisen, dass ihr das gerne sehen würdet, dann können wir das nächsten Monat sicher in Erwägung ziehen. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, vierdenk und baba.